Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück bei GTA 4, wo wir ausnahmsweise mal eigentlich so gut wie keine Mission auf der Karte haben. Nur der komische Auftragskiller ist noch da. Mal gucken, ob wir da jetzt hin müssen. Ich kann ihn ja mal markieren. Mal markieren. Wow. Und gucken mal, ob sich in der Zwischenzeit was anderes ergibt. Stimmt, werden wir gleich angerufen. 3, 2, 1. Ja. Oder auch nicht. Ansonsten können wir halt auch wieder ein Taxi nehmen. Ne? Zum Telefon. Können wir nicht irgendeine andere Telefonzelle nehmen? Oder ist das die einzige Telefonzelle, die hier... Entschuldigung! Die hier übrig ist in der Stadt. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, das ist hier ja... Die Ära der Handys hat hier ja schon angefangen. Von daher, warum verliere ich denn ständig die Motorhauben? Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls, die Ära der Handys hatte ja schon angefangen, von daher werden die Telefonzellen hier sicherlich auch zunehmend irrelevanter. Aber, andererseits, naja gut, das kann man natürlich so nicht sagen. Aha, da haben wir eine Nachricht. Das kann man so nicht sagen, weil das war ja explizit der, der nur auf, im Festnetz telefonieren wollte. Stimmt. Von daher hat es schon alles so seine Bewandtnis. Was ist das da unten? Mal kurz gucken. So, hier, das ist ein Busbahnhof. Ach so, ein Spielplatz, tatsächlich. Okay. Okay, mit wartenden Leuten. So, Pecky, was sagst du denn? Scheiße, Mann. Ich gehe es im Kopf immer wieder durch, aber ich kapiere verdammt nochmal nicht, was da vorhin passiert ist. Keine Diamanten, keine Frau. Fuck. Trotzdem, es war stark. Du bist ein verdammter Prinz. Wir sind ein verdammter Prinz. Das ist das, was ich immer sage. Glaubt mir nur keiner. Ja. Na gut. Okay, aber das bedeutet jetzt für mich, also deutet für mich darauf hin, dass er sich jetzt erstmal so akut nicht melden wird, oder? Und mich auch noch anrufen wird oder so. Mal gucken. Vielleicht ruft der Pegorino an. Nico, the shit has gone down. I need to see you. Come to the club and tune up. All right, Mr. Pegorino. I'll see you there. Okay. So viel dazu. Aha, wir müssen trotzdem dahin. Jimmy Pegorino. Es gibt sich nicht viel. Gut, ich könnte jetzt theoretisch tatsächlich noch nach dem Taxi gucken, aber andererseits, es lohnt sich kaum. Oder, oh, hier ein Leuchtturm. Cool, kann man da hoch? Das täte mich ja mal interessieren. Das ist da hinterm Friedhof. Ah, so. Okay. Theoretisch könnten wir da mal einen Abstecher hinmachen, aber ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn gerade... Ich musste ein bisschen ausweichen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn gerade da die Kacke am Dampfen ist, oder? Ich verstehe es nicht. Ich finde es jedes Mal wieder cool, was hier geschieht auf dieser Brücke. Aber ich verstehe es nicht. Ja, der Motor klingt nicht so gut, oder? Er klappert schon ein bisschen rum. Dimitri, willst du mich verarschen? You love to disappoint me, Nico Berg. You really do. Are you disappointed that I have not found and killed you yet, Dimitri Raskolov? Do not worry. Your time will soon come. I went to the sewage works on Charge Island. I picked through the bodies and yours was not amongst them. Very. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you would steal from my friend Ray Bulgarin twice. First in Europe, and then these diamonds in Liberty City. You are in debt to him, Nico. Why don't you just pay him what you owe? So, wir können telefonieren im Tunnel. I have no debts to Bulgarin, Dimitri. And the only thing I owe you is a bullet to the temple. You will be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Nico. It is only a matter of time before it is cut out of your mouth. Goodbye. Goodbye. Hm, Wiedersehen, sagt er. Ja, wahrscheinlich schon. Der Dimitri, das ist ja unfassbar. Können wir seine Nummer nicht blocken und ihn einfach vergessen? Das ist nicht sein Style, oder? Das ist nicht Nikos Style. Nun gut, aber egal. Wie dem auch sei, wir müssen immer noch zum Pegorino.
Yep. Und was ist das da für ein komischer Notausgang hier im Tunnel? Haben wir ja schon das letzte Mal herausgefunden, dass es da nicht rausgeht. Aber kann man doch eigentlich nicht bringen, oder? So ein Notausgang, der muss doch offen sein. Ist ja auch irgendwie komisch. Sollten wir vielleicht mal den Cops melden? Oder der Feuerwehr? So, sind wir denn bald da? Sind wir schon da? Bald. Ich fahre wieder wie so eine gesenkte Sau. Unfassbar. Wie soll das denn in GTA 5 weitergehen, wenn wir dann unsere getunten, hübschen, aufgepimpten Karren haben, die irgendwie 100.000 gekostet haben, mindestens? Dann ist man schon ein bisschen traurig, wenn da Beulen reinkommen. Aber naja, kann man ja reparieren. Zufällig weiß ich, dass man es irgendwann auch umsonst machen kann. Von daher ist schon okay. Also wenn man dann so ein bisschen, ne, wenn man die entsprechenden Kontakte geknüpft hat, dann geht das irgendwann. Gut. Musste man sich da die Werkstatt kaufen oder so? Irgendwie ging das. Ach schön. Okay. Ist auf jeden Fall einige Autos, die man sich dann aussuchen kann. Hallöchen. Moin, moin, Reaper Gaming. Wie geht's? Herzlich willkommen im Stream. Kommst gerade recht hier, ne? Ein bisschen Action. Naja, mal gucken, was hier eigentlich passieren wird. Ja, hi. Wie geht's? So, schauen wir mal. One last thing. Vodka on the rocks. Nico, good to see you. And you, how are you? Fucking terrible. We got legal problems, all kinds of crap. You know how things have gone. I've heard some things. You get close to your dream, then something holds you back. No. Well, commission or no commission, I ain't gonna starve. People don't want me around, they don't have to have me. But I know how to earn. I need a favor. Here we go. Fuck you! I looked out for you, and I'll pay good, real good. But I need you to do something. I need you to collect that H. I got some Russians who have a buyer. Russians? Yeah. Dmitri Raskolov. No, not these three. I know. Den kennen wir allerdings. I need you. Real? What the fuck is real? Real because it's you? Real because it's my last chance. Then good luck. No, I need you to get that age. I need the money. I looked out for you. You know, people wanted to whack you. I said no. Now I need you. And I'll pay a lot of money. Listen, Mr. Pegorino, I already told you. I got no, history. No, you listen, you dumb immigrant fuck. I ain't asking you. I'm telling you, do this. Get over your principles. These guys don't hold grudges. Do it or you and me are gonna have a problem. Look, Phil, mal versucht er so, mal versucht er so. Deal with the fucking Russians. He's waiting for you down in Tudor. Yay. All right. I knew I could count on you. You're the man. Hey, how about that drink? Toll. Der kann sich jetzt hier die Hucke voll saufen. Wir müssen arbeiten. Alrighty, du hast gerade GTA 4 gespielt. Okay, gerade zum ersten Mal? Gerade damit fertig geworden und du kriegst nicht genug, oder wie sieht's aus? Oh, lass doch den Roman in Ruhe, echt. Roman, I have a problem. You've got the problem, Nico. I'm about to get married. I'm about to commit to one woman for the rest of my life. This is serious, Roman. I have been asked to work for Dmitri Raskolov again. There could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right? What? You knew about this? He's on a boat in East Hook? Yeah, I heard you had forgiven him and we're working together. Bitte was? You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitri is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burned down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment, and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hasty, cousin. I have to think about it. Speak to you later. Haben wir wieder mal die Wahl? Kann das sein?
oh, ist das nicht unser Auto? Entschuldigung. Andererseits, egal, oder? Ach, da haben wir geparkt. Kate. Mhm. Hey, Kate. I have a decision to make. And I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. You don't need money. What is it going to change about your life? I don't know. It'll make things easier for me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico. Goodbye. Entscheide dich. Money, money, money. Oder Person. Was ist hier? Deal? Oder? Wo ist die andere da? Das andere Symbol. Rache. Ich sag mal so. Ich sag mal so, ne? Ich fände den Deal eigentlich schon interessant. Ich wollte eigentlich gerade sagen, jetzt wo wir sowieso schon unseren Rachefeldzug angefangen haben, könnten wir das auch so fortführen. Boah, ich weiß es nicht. Aber andererseits fände ich es schon interessant, was zum Henker passiert, wenn wir den Deal machen. Ja, wenn ich jetzt wieder mal wüsste, wie ich mich das erste Mal entschieden habe, ne? Keine Ahnung. Rache. Rache. Er hat ja schon gemerkt, dass es nicht wirklich hilft, sich zu rächen, offenbar. Aber andererseits, das mit dem Dimitri, das ist jetzt ja noch viel frischer alles auch. Vielleicht, eventuell. Als mit seinem alten Bekannten da. Tja, 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 Rache. Weißt du was? Ich bin heute irgendwie so fies drauf. Roman, was hast du uns zu sagen? Nico, du bist für Penthouse-Wohnungen, Weiber und schnelle Autos nach Liberty City gekommen. Wirf das nicht alles weg, nur weil du dich rächen willst. Das mit Darko hat nichts gebracht, weißt du noch? Ja, meine Rede. Erledige den Deal, dann können wir vielleicht mit einem Privatjet nach Vice City runterfliegen. Ich glaube, ich höre nicht auf ihn. Ich glaube, ich ziehe das jetzt mal durch mit der Rache. Ist ja irgendwie ganz schön, immer der Liebe und Brave zu sein. Natürlich. Aber andererseits, heute nicht. Ist zwar jetzt auch der längere Weg, den wir fahren müssen, aber egal. Ja. Kann auch sein, dass es hinterher sowieso auf einem dasselbe rausläuft, aber wer weiß. Wer weiß. Naja, gut, jedenfalls. Überlege ich gerade so ein kleines bisschen, ob wir uns ein Taxi nehmen. Naja. Gerade jetzt gegen Ende des Spiels. So langsam neigt es sich ja dem Ende zu. Können wir vielleicht einfach nochmal uns selber die Finger spritzig machen, oder? Der blöde Tunnel. Ich will ein Taxi. es gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht so. Naja, hier ist gerade nicht so viel Verkehr, sagte er. Und ich fuhr in den Stau. Ins Stauende. fuhr ins Stauende, genau. Yep. Berühmte letzte Worte vom Stau. Ja. Ach, wie schön die Funken fliegen. Ein gar ergötzliches Bild oder so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Es wird spät. Nico, stell dir nur vor, was für eine Hochzeitsreise ich mit Mallory machen kann, wenn du diesen Deal über die Bühne bringst. Komm, tu es für mich, ich bin doch dein Cousin. Sag doch nicht sowas. Mach doch nicht sowas. Shit, jetzt ist zu spät. Ich habe mich entschieden. Das ist natürlich schon ein Argument, ne? Mist. Aber ganz ehrlich. Dimitri, fucking Dimitri, never. Das funktioniert doch nicht.
Das würde doch nicht funktionieren. Wir werden sehen. Wir werden sehen, ob das jetzt hier irgendwas bringt. Dieser Motor, er klingt so schön. Oh, 0 Uhr. Präzise, da rechts, seht ihr das? Clock Tower ist auch ein sehr schöner, passender, also sehr treffender Name auf jeden Fall für diesen Turm. Der großen Clock drauf. Dafür ist er da. Alter! Ja. Das Gute ist, dass die Bullen hier in GTA 4 wenigstens noch so einigermaßen, naja, sozial sind. In GTA 5 ist das extrem viel schlimmer. Wobei, vielleicht wurde inzwischen auch irgendwas gepatcht daran oder so. Keine Ahnung. Ich habe schon richtig lang kein GTA 5 mehr gezockt. Erst recht nicht so richtig mit Missionen und so. Echt lang her. Ist schon ein paar Jährchen her. Inzwischen wieder. Naja, nicht so lang wie GTA 4 natürlich. Abgesehen natürlich jetzt von unserem kleinen Marathon. Inzwischen kann ich das eigentlich nicht mehr behaupten. Inzwischen ist GTA 5 länger her. Das ist eigentlich richtig. Hier, okay. Der hat es doch angefangen, ganz ursprünglich. Soll es jetzt da enden, wo es angefangen hat? Kann sein. Ja. Genau. Da lang? Ja, da lang. Ich dachte hier in das Lagerhaus. Naja, mal schauen. Vielleicht wird's noch. Vielleicht müssen wir dann doch am Ende dahin. Hier. Tatsache ist genau hier, wo es angefangen hat. A dish served cold. What am I going to do with that brother of mine? Die Russen verladen Heroin auf den Frachter. Oh je. Okay. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, das habe ich schon mal gemacht. Vielleicht denke ich da aber auch was anderes. Ich weiß nicht genau. Dimitri überwacht die Operation im Frachtraum des Schiffs. Ja, da ist er. Ich sehe ihn doch. Die Nase erkenne ich doch wieder. Vielleicht denke ich da auch an was anderes. Ich weiß nicht. Die Türen zum Frachtraum werden von der Brücke aus bedient. Ja. Also müssen wir uns da hocharbeiten. Ich weiß nicht, ob wir da gut ausgerüstet sind für. Finde einen Weg, um an Dimitri heranzukommen und begleiche deine Rechnung mit ihm. Kann ich mich noch mal umentscheiden? Begib dich zu der Brücke, ja, nichts leichter als das. Soll ich hier vielleicht schon mal aussteigen? Ganz kurz. Ich mach mal eben den Wegpunkt hier weg. Da oben müssen wir hin. Na gut. Okay. Ist das eine gute Idee, da einfach die Treppe zu nehmen? Können uns ja erstmal ein bisschen umgucken, oder? Vielleicht. Kommen wir da hin? Kommen wir da rum? Sollen wir eben schauen. Können wir auf den Kran? Da geht eine Leiter bis zum Boden. Interessant. Stimmt, können wir von diesem Stahlträger aus. Ja, ja, das wird funktionieren. Ich bin zuversichtlich. Ich will mal ganz kurz gucken. Mal schauen, was passiert, wenn wir hier hochklettern. Können wir ein bisschen schneller machen? Ja, können wir. High Speed, Nico. Da. Die merken das nie. Andererseits ist man hier auch so ein kleines bisschen exponiert, wa? Ah, es ist aber nicht so schlecht. Naja. Wo sind noch Leute? Da hinten? Ja. Ich will mal gucken, was da oben ist. Und noch ein bisschen Sport. Von da aus, von da links hätte man vielleicht auch eine ganz gute Schussbahn. Müssen wir gleich mal gucken.
Na, oder von hier? Hm? Nur wir sind hier halt auch sehr, sehr, ja, wir stehen hier sehr offen, ne? Ich hätte auch ruhig noch ein bisschen Moon holen können, so ein Mist. Sollen wir es einfach mal machen? Komm, wir probieren's. Was kostet die Welt? YOLO! Okay, wo seid ihr denn? Fuck off! Ah. Nein! Ich hab doch keine Moon! Ist es denn? Ist es denn die Möglichkeit? Ich treffe nicht. Mann. So, von wo? Ah, war doch jemand da. Moment. Ja, genau. Treffe nicht. So. Naja, ein paar Schuss haben wir noch. Und so richtig treffen die uns nicht, ne? Von daher. Ah, könnte klappen. So, wo sind denn hier noch welche? Da unten? Ja. Ah, da. In die Glatze. In die Fresse. Nur von hinten halt. Von hinten in die Fresse. Da. Sind so einige. Na. Es nutzt nichts, wenn du die Hand über den Kopf hältst. So, sind noch welche. Ich hoffe, die kommen nicht unendlich oder so. Ich denke mal nicht. Na, zeig dich. Ja, genau so. Genau so. Ah, das war's noch nicht. Nein! Ins Wasser. Tragödie. Komm schon. Wir verlieren immer wieder ein bisschen was. Ab und zu, ja. Ab und zu trifft's halt. Und. Okay. Es wird aber ruhiger, oder? Ja, ich glaube schon. Da noch einer? Nee. Hat noch jemand was gesagt? Ich glaube, das ist irgendjemand anders. Okay, pass auf. Wir nehmen mal das Gewehr. Komme ich hier runter? Yep. Komme ich hier runter, ohne mich auf die Fresse zu legen vor allem? Wo ist er? Ah, da. Komm schon. War's das? Hat die Waffe fallen gelassen auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Okay. Na dann weiter. Puh. Gut. So, jetzt will ich mal hoffen, dass die nicht alle respawnen gleich oder so. Wir werden es erleben. Kann ich denn jetzt da vielleicht aufs Schiff drauf? War noch jemand? Irgendwo? Oder auch nicht? Sollte jetzt aber eigentlich... Naja, ich will es nicht zu laut sagen. Sollte im Bereich des Möglichen sein. Ach, guck mal hier. Ist ja sehr praktisch. Ach ja, guck mal. Bisschen Scharfschützen-Moon sogar. Ach, das wäre ja eigentlich auch ganz cool gewesen. Hier rumzuballern. Nicht so schlecht. Naja. Haben wir es halt so gemacht. Wo? Da. Oh. Stirb endlich. Ist das so? I win. Okay. Wo auch immer er ist. Vielleicht war das auch der, den wir gerade abgeschossen haben. Ein letztes Aufbäumen. Nix. So, bin ich denn hier richtig? Irgendwie so, ne? Hier hinten war doch irgendwo... Ach, guck mal hier. Komm mal auch rein. Ah, ja. Und? Ist ja blöd jetzt. Ich kann hier nicht abfeuern. Ja, dann geht's gegen die Wand. Das ist... ja, ist ein bisschen blöd. Ja, es ist toll.
echt großartig. So. War's das? Ich hoffe. Ganz langsam. Oh. Irgendwo da. Komm raus, komm raus. Ach da. Hi. Schön. Gefällt mir. Ach, der steht noch. Ja, klar. Kopfschuss oder nix, wa? Aha. So, das Klo. Ja. Was? Ich muss mir kurz die Hände trocknen. Dafür muss Zeit sein. Hallo Hand. Hallo zweite Hand. Ja, komm raus. Ich mag das. Ja, ist schön. Ich mag die Ragdoll Physics auch echt gern. Ist da eine? Nee. Ich dachte, da ist eine. Ah, eine Weste. Hätte ich auch mal nachgucken sollen. Hab ich jetzt nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. So eine Weste wäre praktisch. Oh, das tat weh. Das tat erstaunlich weh. So. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Gucken. Ja, ein bisschen Moon. Ist okay. Nehme ich. Habe ich prinzipiell nichts dagegen. Hier in so einem Schiff, da muss es doch irgendwo ein Dock geben oder zumindest. Also Doc im Sinne von Doktor oder zumindest ein Erste-Hilfe-Station, Kasten, irgendwas. There is an intruder on the ship. Ja. Wir sind der Intruder. Oh, unsere Mütze. Kenne ich doch irgendwoher. Dumm, ich guck mal eben. Wir haben ja Zeit. Ach, guck mal, eine Weste ausgezeichnet. Gefällt mir. Schön. Ja, dann kann's weitergehen. Here's Johnny. Oder eben Nico. So, ein bisschen was saufen. Was ist es? Es ist ein... Keine Ahnung. Könnte ich wahrscheinlich nicht mal lesen, wenn ich es wirklich erkennen könnte. Dumm. So, links, rechts. Ja gut, da draußen haben wir eigentlich schon aufgeräumt. Ach so, ich komme mal nur irgendwie durch. Ich glaube, wir müssen trotzdem die Treppe nehmen. Moment. Einen Augenblick. Gehen wir eben gucken. Okay. Müssen wir gleich mal schauen. Ich muss mal ganz kurz mich hier um den kümmern. In die Hand, es lohnt sich ja kaum. In den Hintern, in den Fuß. Ja. Schön. Beweg dich nicht so viel. Ja. Ah, Mist. Okay. Jetzt. Neben in die Hand. Wenn du es so haben willst. So, zuckt er noch? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat sich hingelegt. So, er macht einen Haier. Jetzt müssen wir... Ah, hier kommen wir. Hier kommen wir. Ah, da. Ja, so langsam. Kann uns alles egal sein. Lass das. Ich glaube nicht, dass er hinüber war, aber... Egal. Stiefel mal weiter. Oder? No, ah ja. Hi. War's das? Ich hätte ihn killen sollen. Aber das Schöne ist, man kann es ja nachholen. Sodele, haben wir es denn jetzt langsam mal? Okay, bediene die Sto.
Steuerung. Fuck. Having fun! So. E, Steuerung, mach mal. Das ist genau der richtige Hebel. Hm. Ah ja. Oh nein, jetzt respawnen die bestimmt alle, wa? Da krabbeln die gleich alle raus. Mhm. Jetzt brauchen wir ein Heli und ein langes Seil? Nee, keine Ahnung. Müssen wir da jetzt eine Nate reinwerfen? Gleich die Rechnung, okay. Na dann. Wahrscheinlich haben die sich da nur verschanzt und wir können da jetzt irgendwie über diese Öffnung rein oder so, ne? Wo, 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 wo? Da. Hatten wir hier noch irgendwo... Warte mal kurz. Hatten wir irgendwo noch eine Weste? Das wäre nicht so schlecht, aber ich sehe... Das hat sich gerade erledigt. Ausgezeichnet, dass ich da nochmal geguckt habe. Okay. Hier war doch irgendwo... Ja. Hier geht's runter. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Kannst du das noch einmal wiederholen? Komm raus, komm raus. Enjoying yourself! Nico hat die besten Sprüche. Ist ja klar, dass sie sich irgendwann wiederholen müssen, aber egal. Nehme ich wieder. Oh! Wo? Oh. Da. Ja. Von der habe ich halt nicht mehr viele Schuss. Gut, dass wir die Weste noch gefunden haben. Einmal. Was soll das? Stirb. Okay, hier lang oder da lang? Hier. Oh. Mach das nicht, Alter. Okay. Schön. Bleib liegen. And stay down. Hi. Was ist denn für ein Luschi? Ja, ist gut. Ach, da können wir uns sogar ein bisschen Health holen. Wir brauchen zwar nicht wirklich viel, aber... Boah, ein bisschen. Nehmen wir mal mit. Bevor wir es hier liegen lassen, ist doch klar. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, komm mal raus. Komm mal raus. Ja. So, haben wir es denn bald mal hier? Können wir doch bestimmt irgendwie hoch. Über die Kisten. Wo ist er? Jemanden gehört. Wo? Oh. Da. Der sich gerade vorgebeugt. Also. Ist hier angezeigt irgendwie? Oh. Ich verstecke mich hier doch besser wieder. Ich müsste mir trotzdem erst nach da rechts jetzt und dann von hinten quasi irgendwie. Das ist jetzt der Plan. Das ist die vollständige Beschreibung. Das kam irgendwo von oben. Da. Dieses Gewehr ist echt präzise. Ist erstaunlich präzise. Okay. Wo ist es denn jetzt? Wo ist das denn jetzt aufgegangen? Oder war das da und ich habe es nicht gesehen? Warte mal. Ach, hier, genau. Hier ist es aufgegangen. Hüpf.
Hüpf. Können wir da rein? Soll aber nicht irgendwie hängen bleiben und sterben. Okay. Ich will da jetzt auch nicht mit einem Megasatz irgendwie reinspringen, dann, naja, dann mache ich ein kleines Upsi. Oder ein großes. Nee, oder? Ah, doch. Ja, doch. Da sind so Balken. Boah, sollen wir es probieren? Na gut. Yep. Oh, das ist gefährlich. Oh, das ist gefährlich. Aha. Da ist wieder Health. Das ist nicht so schlecht. Was? Officer down? Hm. Lügt mich nicht an. Na, ich schieß wieder gegen Kisten. Kann ich ja nicht schießen? Auch komisch. Kommt drauf an, was da drin ist. Was war das denn? Alter! Der hat jetzt nicht wirklich eine... Ach, das war irgendwie so eine... Ah, eine Gasflasche oder irgendwas. Oh, joi, das kann aber schnell zu einem Upsi werden. Ui, okay. Vorsichtig, Jungs. Puh. Hey, Dimitri. I don't think I'll be doing this deal with you. We have other business to finish. Nico, it's been a long time. I thought your time in America might have calmed you down. America does not change everyone. Look at you. You arrived in this country, a spineless rat who would sell out his friends. That is what you will be when you die here. Заткни этого балтийского хуя! Oh, ja klar. Lass mich halt... Come on, Dimitri! Überhaupt nicht erst... Warte mal. Ja, warum funktioniert es denn jetzt nicht mit den Flaschen? Toll. Your ship has sailed, Riskalov. Okay. About to learn a lesson. Actions have consequences. You screwed me over. Now you're paying for it. Shame that will be the second last thing that goes into your head. Goodbye. You're the one who's going to learn a lesson. People aren't going to be happy if you kill me. Блядь, ёбаный! I've never been popular. I don't mean to start now. Erledige Dimitri. Das dürfen wir höchstpersönlich erledigen. Okay. Hier, ein Molly. Wir zünden uns einfach beide an. Na dann. Tschüss. Ja, das denkst du. Dafür haben wir jetzt den ganzen Scheiß nicht gemacht. Ja, das ist das Problem. Tschüss. I should have put you out of your misery a long time ago. Goodbye, Dimitri. Gehe zum Ausgang. Ich traue dem noch nicht so richtig. Ehrlich gesagt. Andererseits. Können wir den jetzt... Okay. Können wir den jetzt ja sagen, es gibt keinen mehr... Was? Für den es sich lohnt zu sterben. Gab's auch vorher nicht. Ja. Verlass das Schiff. Ich will mal hoffen, ich habe ein Achievement gekriegt dafür, dass ich den jetzt nicht abgeknallt habe. So, können wir das hier nochmal mitnehmen? Nö. Wir haben full heal. Volles Health. Gut. Wer schreit da wieder rum? Keine Ahnung. Vielleicht war das der Dude, den wir verschont haben gerade. So, ein bisschen Slalom. Dann hier müsste es doch eigentlich runtergehen, ne? Ja. Der Himmel weint, wie gesagt.
So viel dazu. Heieiei. Ja, Roman, ich wollte gerade sagen, ruf doch mal an. I killed Dimitri. It's over. He was on the platypus, the boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. But Dimitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yes? Remember to wear a suit. I'll be there, Roman. Don't worry. Ja, ein Suit haben wir. Da habe ich mich schon dran gewöhnt. Das Auto. Ach, der Controller ist aus. Ach so, ich habe jetzt so lange mit Tastatur und Maus gespielt, dass das schon ausgegangen ist. Ich dachte schon, das Auto ist kaputt. Nee. Okay, aber es ist auch wieder Zeit für einen Folgencut. Ich muss gerade mal kurz gucken. Es gibt nur noch den Auftragskiller. Gibt es jetzt wirklich noch irgendwas anderes außer die Hochzeit? Ich weiß es nicht. Also sowieso weiß ich im Moment noch nicht, wo wir dafür hin müssen. Aber vielleicht kommt das jetzt als nächstes. Wir werden sehen. Aber erst in der nächsten Folge. Mal gucken, ob das dann eine kurze Folge wird. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Naja. Wir werden es erleben, wenn ihr denn möchtet. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich in der nächsten Folge eben drum. Bis dann, macht es gut und tschüss.